Mein Name ist Ergün Akinci, ich bin der Vorstandsberater der türkischen Zentralbank Republik Türkei und unser Office ist in Frankfurt. Wir wurden hier jetzt eingeladen von TİAD zum Fastenbrechenabend hier und sind natürlich gerne dabei heute hier und haben auch gesehen, dass ein wunderbarer Zusammenhalt hier ist. Es sind auch sehr viele deutsche Gäste hier gewesen, das hat mich sehr beeindruckt sozusagen. Und wir natürlich auch als türkische Zentralbank sind bei solchen Anlässen gerne dabei, um einfach auch mit unseren Landsleuten zusammenzukommen, auch die Zentralbank und deren Arbeiten näher zu bringen natürlich, ganz klar. Und ich freue mich heute ganz besonders hier sein zu dürfen, habe sehr interessante Leute und Menschen hier kennengelernt, von Politik bis hin zu Geschäftsleuten, unter anderem natürlich auch von Volk. Sehr viele Fragen kamen heute auf mich zu bezüglich der türkischen Zentralbank, die ich gerne beantwortet habe. Und ja, habe mich sehr wohl gefühlt hier. Vielen Dank für die Einladung. Als Bundestagsabgeordneter und natürlich als parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, die wir für die innere Sicherheit, aber auch den Zusammenhalt zuständig sind im Land, sind wir dem TİAD hier in Duisburg sehr dankbar, dass er das offizielle Stadtessen unter der Schirmherrschaft vom Oberbürgermeister und mir ausrichtet. Es ist eine Ehre für uns, aber es ist auch ein Privileg, dass wir so eine schöne Veranstaltung hier haben. Und deshalb bin ich Erkan Dural als Vorsitzenden vertreten für den gesamten Vorstand und die Sponsoren sehr dankbar. Und eine besondere Freude war es heute, hier das Technische Hilfswerk zu sehen und zu sehen, dass die deutsch-türkische Freundschaft viel tiefer und viel weiter geht als das, was wir in der Tagespolitik sehen und erleben. İsmim Erkan Dural, TİAD Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu akşam gerçekten yine bizim için çok mutlu ve güzel bir gündü. Sağ olsun TİAD üyeleri ve bütün dostlar katıldı. Böyle güzel bir akşamı geçirdiğimiz için de çok mutluyum. Teşekkür ediyorum size de katıldığınız için. Bu akşamın önemi bizim için yine Mahmut Özdemir Bey, SPD Milletvekili ve Staatssekreter katıldı. Ayrıca yine kısa bir dönem önce maalesef Türkiye'de yaşanan depremden dolayı oraya katılan, bizatihi katılan, depremzedelere yardım için giden, gönüllü giden TİAD kuruluşundan 3 kişi aramızdaydı. Onlar da bizi onurlandırdı. Onların da gelmesi bizim için sevinç vericiydi. Gördüğünüz gibi onlara da bizim küçük bir plakat hediyemiz oldu. Sağ olsunlar, onlar da geldi. Misafirlerimizin arasında birçok siyasetçi vardı, milletvekili vardı. Bizim için güzel bir gündü. İnşallah bir dahaki seneye yine aynı şekilde böyle bir gün geçirmeyi umut ediyoruz.